Hallo, liebe OV-Leser. Wir befinden uns hier in Vörden am Nils-Jensen-Haus. Das älteste noch bestehende Gebäude im Landkreis Vechta, erbaut etwa im Jahre 1120, dient heute der katholischen Kirchengemeinde als Pfarrheim. Renoviert in den Jahren 1994-95, steht unter Denkmalschutz. Ein Teil der alten Festung von Vörden, die dazu diente, die Brücke in Vörden über die Aue zu schützen für Feinde, das war damals im Besitz der Bischöfe von Osnabrück. Hier an dem Giebel kann man sehen, noch die alte Schießscharte, etwa eingebaut und erstellt, etwa um 1200-1250, als hier große Kriege herrschten. Liebe OV-Leser, ich wünsche Ihnen ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest und ein glückliches, gesundes neues Jahr. Das kommt nicht nur von mir alleine, von allen Einwohnern von Vörden wünschen Ihnen das Gleiche.